mal mit dazugekommen ist und der ja sich so langsam vom Geschäftsführer des HVSH zu unserem Außenkorrespondenten entwickelt. Sascha Zollinger ist hier noch mit in den Stream reingekommen. Moin, Sascha. Hallo, ihr Lieben. Herzliche Grüße in die Runde. Vorhin noch aufgezeichnet von Montag, das können wir verraten, da haben wir unser Interview geführt. Jetzt bist du live und in Farbe am Start und hast gerade eine Sitzung zum Thema Oberliga, glaube ich, gehabt, oder? Ganz genau. Wir haben heute einen ganz, ganz intensiven Sitzungstag gehabt. Wir waren über Tag beim Innen- und Rechtsausschuss des Landtages als Verband mit ganz vielen anderen Verbänden, mit Institutionen des Sports in Schleswig-Holstein heute. Und heute Abend haben wir eine Videokonferenz mit den Oberliga-Vereinen Hamburg-Schleswig-Holstein der Jugend und im Anschluss mit den Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein-Vereinen der Männer und Frauen durchgeführt. Hamburg hat ja jetzt seine Saison beendet. Das ist heute veröffentlicht worden. Ihr habt das schon länger kommuniziert, Ende Januar schon, dass auf schleswig-holsteinischer Ebene das beendet wird. Wie ist denn jetzt das Ganze für Hamburg und Schleswig-Holstein in Addition zu sehen auf Oberliganiveau? Genau, also wir haben die Punktspielrunde beendet. Das ist ganz wichtig. Wir haben den Spielbetrieb, so wie er geplant war, in den Durchführungsbestimmungen eingestellt, sowohl in Schleswig-Holstein und mit dem 1.3. und heute in der Kommunikation an die Vereine dann eben auch in der Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein. Und wir werden uns aber offen halten, dass wir im Mai und im Juni die schleswig-holsteinischen Sommerferien, die beginnen ja am 20.06. dieses Jahr, dass wir dort auch eine freiwillige Runde noch spielen mit den Oberligamannschaften innerhalb der Oberligen, sowohl bei den Männern und Frauen als aber auch in den Jugendoberligen, bei den männlichen und weiblichen Jugend A und auch bei der männlichen und weiblichen Jugend B. Und darüber hinaus wollen wir im Jugendbereich natürlich auch, was die weibliche und männliche B angeht, noch Teilnehmer für eine deutsche Jugendmeisterschaft ermitteln, während wir das in der weiblichen und männlichen Jugend A nicht können, denn dort oben gibt es oben drüber eine Jugendbundesliga und die spielt für sich eine eigene deutsche Meisterschaft aus. Und im Erwachsenenbereich ist es tatsächlich auch so, dass wir versuchen wollen, einen Aufsteiger zu ermitteln in die dritte Liga, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Weil der Deutsche Handballbund fragt in den 12 Oberliga-Bereichen tatsächlich Aufsteiger ab. Und da sind wir der klaren Meinung, dass wir diesen Platz nicht verschenken und jetzt sagen, von uns darf keiner aufsteigen. Und dafür steigen dann aus anderen Oberliga-Bereichen, nehmen wir mal ja, den bayerischen Bereich oder ähnliches, da steigen dann zwei auf und unsere Schleswig-Holsteiner oder Hamburger gucken in die Röhre. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen, wenn es das Inzidenzgeschehen und das Infektionsgeschehen vor allen Dingen zulässt, wollen wir da auch im Juni nochmal eine Aufstiegsrunde spielen. Wir haben tatsächlich da noch gar nicht drüber gesprochen, aber es gibt ja auch noch eben freiwillige Spielrunden und Aufstiegsrunden, was zum Beispiel Schleswig-Holstein-Liga Richtung Oberliga anbelangt. Und Auch Marten, das, ja. da hat sich Dreyer-Jübeck auch angemeldet, oder? Wir haben eine Meinungsbildung, eine Meinungsabfrage mit den Vereinen gemacht, eben Anfang Februar. Da haben wir auch Videokonferenzen durchgeführt und da haben sich eine ganze Reihe von Vereinen entsprechend gemeldet. Ich kenne natürlich Schmidti und Sören Tölle auch ganz gut, genauso wie viele andere Trainer aus dem SH-Liga-Männerbereich und die waren auch schon aktiv und haben gefragt, wie sowas dann irgendwann mal aussehen. Und wir werden jetzt noch eine verbindliche Abfrage dann wirklich mit einer Meldung machen, sobald wir einschätzen können, ob das bei den ganzen Öffnungsschritten jetzt eben dann auch so bleibt, dass wir weiter Sport treiben können. Die nächste MPK ist ja Richtung Ende März, sodass wir dann ab Anfang April rund um die Ostertage dann auch wieder einen gewissen Zeitraum haben, wo wir jetzt gucken, wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen. Also wir planen Richtung Ende schleswig-holsteinische Osterferien eine verbindliche Abfrage an die Vereine. Und wenn dann die Kollegen beim HC Dreyer-Jübeck, Martin ist ja da für die Mädels zuständig, wenn ich das richtig entsinne, wenn dein Pendant dann da für den Erwachsenenbereich dann meldet, dann darf Dreyer selbstverständlich auch in der Aufstiegsrunde mit teilnehmen. Ich glaube, Martin ist ja noch zugeschaltet. Heute ist die Stimmung gut, wenn sie morgen erstmal in der Dämmerung ordentlich gelaufen sind. Das erste Mal alle gemeinsam, dann sieht die Stimmung Martin bei euch schon wieder ganz anders aus, oder?
Ja, morgen hier wird einiges besser. Ist natürlich irgendwie ein tolles Event, wenn es dann das erste Mal wieder dahin geht, dass man die anderen Gesichter zumindest wieder sieht. Auch gerade eben zu dem Thema Aufstieg. Ist natürlich schon so, dass wir vor der Saison als Mannschaft auch über unsere Ziele gesprochen haben. Und da wir die letzten Jahre recht weit oben mitgespielt haben, war unsere Zielsetzung der Saison auch dahingehend, dass wir gucken wollen, was geht. Und in der ersten losen Abfrage macht es dann letztendlich nur Sinn, dass wir auch sagen, wir wären dann in so einer Aufstiegsrunde und wären dabei. Von daher stehe ich dem ganz positiv gegenüber und wir warten jetzt mal ab, was das Infektionsgeschehen hergibt und inwieweit so eine Aufstiegsrunde dann eben stattfinden kann. Und das würden wir dann ja auch hier live bei Anwurf wieder auf jeden Fall besprechen. Sascha, ich danke dir, dass du spontan reingeschaut hast. Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben, was wir unbedingt ansprechen müssen? Aus meiner Sicht nicht. Wir drücken jetzt alle die Daumen und hoffen, dass wir den Handball wieder ein wenig mehr in der Öffentlichkeit platzieren können. Mehr gibt es aus meiner Sicht nicht. Hast du denn dann jetzt Feierabend um 21:35 Uhr? Ja, für heute mache ich Feierabend. Genieß ihn. Alles Ja. Gute dir, Sascha. Vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss.